Die hat ja niemand eingeladen, sagte Hörnums Bürgermeister Rolf Späth zum Thema Flüchtlingsunterbringung vor wenigen Tagen im Interview mit der Sylter Rundschau. Nun gibt es die ersten Reaktionen auf diese vermeintlich fremdenfeindliche Äußerung. Die CDU Hörnum bezieht Klarstellung und betont, dass sie sich von Späths Aussage distanziert. Die Kirchengemeinde Westerland spricht von einer unsäglichen Äußerung. Die Flüchtlinge hätten in ihren Heimatländern traumatische Dinge erlebt, da könne man nicht von Aussuchen sprechen. Rolf Späth wollte sich auf Anfrage der Sylter Rundschau zu diesem Thema nicht noch einmal äußern. Was ist im Falle einer Katastrophe wie einer schweren Sturmflut zu tun? Und wie ist die aktuelle Lage? Wichtige Fragen wie diese will die Lenkungsgruppe Gefahrenabwehr auf einer Homepage beantworten, die derzeit erstellt wird. Die Internetpräsenz soll dabei zwei Anforderungen erfüllen. Zum einen grundlegende Informationen über die Besonderheiten der Insellage ermitteln, zum anderen im Falle von Katastrophen wie schweren Sturmfluten, Großbränden oder Epidemien aktuelle Informationen für die Bevölkerung geben. Die Miesmuschel gehört auf jeden Sylter Speiseplan. Pünktlich zur Eröffnung der Muschelsaison treffen sich Sylter Gastronomen und Hoteliers am heutigen Freitag zu einer Miesmuscheltour. Auf der anderthalbstündigen Fahrt wird das regionale Produkt vorgestellt und sie erhalten von den Muschelfischern alle Informationen rund um die Sylter Delikatesse. Natürlich gibt es währenddessen die Hörnumer Muscheln fangfrisch gekocht mit kühlem Weißwein auf dem Achterdeck. In diesen Genuss können nicht nur Gastronomen kommen. Die Reederei Adlerschiffe bietet diese Fahrt jeden Freitag ab Hörnum inklusive Miesmuschelessen für Gäste an.